So Leute, ihr seht's, das Boot ist bereits bepackt. Wir starten jetzt rein. Wir sind hier in einem kleinen, verlassenen schwedischen Waldsee. Sehr, sehr idyllisch. Mit dabei heute Steffen und Malcolm. Und ja, in diesem See wurde schon sehr, sehr lange nicht mehr geangelt tatsächlich. Es ist ein Privatsee vom Kollegen von uns. Und wir schauen mal, was hier heute so drin schwimmt. Was man hier erwarten kann, sind auf jeden Fall ein paar dicke Barsche, ein paar dicke Hechte. Teich ist generell ziemlich flach mit durchschnittlich ungefähr 2 Meter. Wir haben auf jeden Fall alles dabei und schauen jetzt einfach mal, was man hier in so einem kleinen Waldsee fängt. Boah. So. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Stickbait, gucken, ob an der Oberfläche was geht. Eigentlich können wir einpacken und gehen. Ja. Nach 5 Minuten kein Fisch, lohnt nicht mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr, bin ich ganz ehrlich. Da ist er, der Erste. Petri, mein Lieber, zeig mal her. Ja, ich glaube, den brauchen wir nicht zeigen. Ist schon PB für dich, oder nicht? Ja, ja. Kim, bisschen besser, oder? Könnte ein Barsch sein, aber schlecht. Bist du sicher? Ja, noch Barsch, hast du nicht? Digga, geil. So, der erste schöne Barsch. Sehr nice, ey. Was hat er gebissen? Chatter. Chatterbait. Geil, ey. Petri, Mann. Dachte erst, wäre ein kleiner Hecht. Aber so ist es manchmal. So, also wir sind jetzt schon 1,5 Stunden am Angeln ungefähr. Jede Menge kleine Barsche dran gehabt. Malcolm hatte auch einen etwas besseren, den habt ihr schon gesehen. Was hatte der, meinst du? Oh, so 36. 36, 35 so im Dreh. Der war echt ganz schön. Die Natur hier sieht auf jeden Fall unglaublich aus. Wir haben hier so ein paar Steinfelder. Da hinten Seerosen, da ist das Ufer, Schilf. Immer mal ein paar Untiefen hier. Sieht eigentlich extrem hechtverdächtig aus, oder? Eigentlich schon, aber irgendwie haben die keinen Bock. Haben noch nicht so richtig viel Bock. Was fischst du gerade? Ich fische momentan einen kleinen Chatterbait. 7 Gramm. Einen kleinen Chatterbait. Mit einem weißen kleinen Gummifisch als Trailer. Ich hoffe mir einen guten Barsch. Vielleicht fange ich auch noch einen guten Hecht dabei. Aber mal schauen. Ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen mit Spinnerbait, kleinen Nacebait drauf. Gucken, dass hier der erste Hecht rauskommt jetzt. Na, weg! Nein, das war glaube ich wirklich ein besserer Barsch. Ja Mann, safe, Digga, gar nichts zu sehen. Hat sich auch so angefühlt. Guter. Alter, der steht so drin. Digga, der Biss war wirklich gestört. Gerade ausgeworfen. Ey, das ist ein guter Hecht. Nice, Mann, das ist ein guter Hecht. Digga, der bewegt sich gar nicht, ne? Das ist, als würde ich eine Tüte einholen. Schöner 75er. Warte. Haken sitzt gut, Digga. Der hat den komplett weggenagelt. Komplett weggenagelt, ey. Schau es dir an. Yes, baby!
Nice, Mann. So, Leute. Schaut euch diesen geilen Hecht an. Erster etwas bessere Fisch. Was hat er eigentlich gebissen? Immer noch auf diesen Dorschköder. Den scheinen sie zu wollen. Richtig geiler Hecht. Ich schätze so, was wir da haben, Jungs? 75? Ja. 80? Ja. Leute, sag mal kurz, wie geil ist eigentlich diese Ruderkonstruktion? Das reicht die ganze Zeit. Das ist doch der Hammer. Gibt nichts Nervigeres. Ah, Swedish Engineering. Ne, ist eigentlich gut, aber in diesem Fall maximal belastend. So, also wir machen jetzt erstmal ein bisschen Mittagspause. Der Hecht war echt mega, mega geil. Richtig kranker Biss gewesen, richtig Bock gemacht. Aber wir sind sehr hungrig, fahren jetzt hier in so ein schwedisches All You Can Eat und werden da erstmal für einen Zehner uns schön Bauch vollschlagen und dann gegen Nachmittag nochmal angreifen und gucken mal, dass noch ein paar mehr größere Barsche gehen. Aber bis dahin wird jetzt erstmal ein bisschen entspannt. Wir waren jetzt 5 Stunden am Angeln hier in der Hitze, 30 Grad in Schweden, fühlen sich irgendwie noch ein bisschen heißer an als in Deutschland. Von daher geht es jetzt erstmal was fratzen. So, für 12 Euro All You Can Eat. Hinten ist das Buffet. Richtig geiler Ausblick. Das ist mal eine kleine Stärkung. So, die haben natürlich schön gekühlt, während wir Mittagessen waren. Zweiter Anlauf. Das Ziel ist definiert. Wir haben gerade schon ein paar Hechterauben sehen. Da werden wir jetzt mal gleich ganz kurz einen Abstecher machen. Also Steffen, du Maschine. Du hast jetzt den goldenen Job. Du darfst genau dahin werfen, wo wir jetzt zweimal den Hecht rauben sehen haben, ja? Das ist natürlich eine Ehre. Also der Spot war genau da drüben. Genau, auf die Bero, genau da. It's time to shine. No. Will er nicht. Kritisch. Will er nicht. So, man, reiche mir bitte einmal die Gamma Katsu Aquilas. Ich habe zu danken. Hecht. Kleiner Hecht. Ja, wäre entspannt. Ist weg. Nice. Ey, ich sag's euch, dieser Märchenköder in diesem trüben Wasser, das ist es. Ah, die Hechte am Bock. Ja, ein Meter ist schon. Schon wieder ein Hecht. Willst du gecashert haben? Ja, also zum Abhaken, wenn ich. Jetzt wäre ich auf jeden Fall entspannt. Nice, dankeschön. Da ist er, der 40er Hecht. Der kommt jetzt wieder zurück. Stabiler Fisch. Nice, Mann, Petri. Schöner Barsch, Digga, der hat locker 40. Ja. Stimmt. Nice, Mann. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's, Junge. Dicken Hecht, Digga, jetzt nochmal einen richtig großen Barsch. Mega geil, ey. Schön aus Netrick. Ganz langsam gezuppelt. Hammermäßig, ey. So ist vorne. Glatt 40. Aha. Glatt 40. 39. Sehr schön, Petri. Jetzt läuft's. So, die Jungs sind jetzt vom Boot, gehen noch mal kurz zum Supermarkt, holen alles fürs Grillen. Ich mache noch eine halbe Stunde länger. Ja, jetzt bin ich endlich allein auf dem Boot. Jetzt kann ich endlich mein Fiederzeug rausholen. Ich habe 2 Kilo Mais dabei. Kein Spaß, aber ich werde jetzt noch mal rausfahren an den Spot, wo vorhin ein paar kleinere Hechte gebissen haben.
der bringt jetzt hoffentlich noch einen Fisch. So Leute, leider ging nicht mehr allzu viel, außer dem einen Biss auf den Köder, den ich direkt frisch raufgemacht hatte. Ich werde jetzt auch einpacken und dann nach Hause fahren. Wir werden jetzt auch ein bisschen grillen. Um genau zu sein, grillen wir jetzt sogar den Barsch, den Malcolm vor ein paar Tagen gefangen hat. Das wird auf jeden Fall geil. Genau, also in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Abonniert natürlich den Channel und dann sehen wir uns nächste Woche zum neuen Video. Also Leute, macht's gut. Ciao, ciao.